Ich meine, hey, fürs Unterwasser, für Switch, alles super cool, läuft auf der Switch, dies, das, aber die Insel sieht nicht so hübsch aus, das muss man schon sagen. Aber macht nichts. Trotzdem super interessant. Boah, ey, Junge, das hat mir gerade echt den Arsch gerettet. Ich habe Wasser gefunden. Laternenfrucht, die kann ich essen. Hier, die esse ich jetzt auch. Nom. Das hier ist nochmal Wasser? Ich hatte zweimal Wasser. Oh, das ist ja mega geil. Da liegt was? Oh. This is the first time I've seen sunlight in months. After all that time in the deep, I've been dreaming of it. Now that I'm back here, Mir hätte nicht so tief gehen sollen. Was? I'm finding it hard to enjoy alone. Trotz meiner größten Lähmung ergreift die Krankheit Besitz von mir. Die Visionen werden immer schlimmer. We shouldn't have gone so deep. Okay. They do not want us down there. Despite my best efforts, ill health is taking hold of me. The visions are getting worse. Marguerite and father are now part of the ecosystem of this incredible planet. It's reassuring to know that when I go, I'll join them. Until then, well, oh, gibt es immer noch there's always the view. Yeah. Okay. Laternenfrucht. Na gut. Krass. Krass, krass, krass. Dann gehen wir mal auf das andere Gebäude noch, oder? Kommt da Dampf raus? Hier sind Wolken, oder? Aber wir sind wirklich weit weg. 2 Kilometer. Scheiße. Aber wir haben. Irgendwie können wir jetzt. Wir haben ein Rezept für so eine Sauerstoffflasche. Ui, was ist hier noch alles? Boah, Leute, was ist hier alles? Da hat jemand was angepflanzt. Einfach Harvest Moon. Es ist eine Melone. Marmormelone. Und chinesische Kartoffeln. Ei, Oida, was willst du denn jetzt? Die Base sieht jetzt echt auch aus wie in Norman Sky. So, was können wir uns hier einfach. Hey! Hör auf, den Stein zu rammeln. Können wir uns hier niederlassen? Violette Tafel schon wieder. Okay. Wir haben schon wieder ein Funksignal. Noch ein zurückgelassenes PDA. Integrating new PDA data. What is that thing? I don't know. I found it outside in the sand. Jetzt greift mich echt was an. Part of another ship? None I've ever seen. It's not even scratched. Lass du das mal sein, du Augapfelkack. Don't fool around with it. It might be worth something. Stand down, Chief. If it were gonna crumble to dust, it would have done so when I picked it up. Hey, ich kann das nicht kaputt machen. We're not the first people to come to this planet. People? Maybe. Could be aliens. Could be the damn sea monsters for all we know. One thing for sure, we ain't gonna find out by staying here. Okay. Voll blöd, dass keine Untertitel so weit laufen in dem Moment. Wie kommen wir da hinten rein? Wieso kann ich die Dinger nicht klatschen eigentlich? Wie kriege ich denn das eigentlich immer auf? Gar nicht? Hey, was ist das? Stasegewehrfragment. Hä, das ist doch voll wichtig. Nimm das mal. Ach, ich muss die Sachen immer einscannen. Oh, so war das. Oh, shit. Ja, da haben wir was verpasst. Jetzt hör doch mal auf, echt jetzt mal. Jetzt scan es halt, okay. Jetzt können wir ein Stasegewehr basteln und damit können wir die Viecher wahrscheinlich klatschen. Sehr gut. Ja, aber springen irgendwie. Ah, mit X! Jetzt ja. Außenbeetkasten scannen. Jetzt kann ich einen Außenbeetkasten bauen. Chinesische Kartoffel. Gescannt? Weiß ich nicht, habe ich jetzt einfach mal gescannt. Jetzt hör halt auf, Alter, was ist mit dem Vieh? Aha. Schrott. Oh, hier können wir ja alles scannen. Oh, das dauert lang. Mann, das greift mich an! Baupläne. Schott. Ach so, Schott. Na, ist ja fast dasselbe wie Schrott. Wir sind überall so Krebsviecher. Hör auf damit! Wir müssen da hoch. Hä? Das ging schnell.
Scheiße! Shop! Shop? Wolltest du ein Wunschticket einlösen? Dieses ist schon weg. Wir müssen hier sofort wieder gehen gleich. Chief's Log. Kann ich jetzt nicht lesen, das Viech? Da ist ein Vieh! Und ich komme nicht mehr raus, Gott. Sprachaufzeichnungen. Ja, die hören wir uns nachher an. Oh mein Gott. Wir müssen gehen. Das ist britisches Englisch, oder? She says the weather's going to turn. I say she's Scheiße. Finding excuses to risk our lives. Irgendwas riskiert Leben, okay. War das nicht mal Deutsch? Oder bin ich einfach dumm? Kann mal jemand in mein altes LP reinschauen? Oh mei, jetzt poppt er wieder Pilze. Weil was das? Oh. Voll schön. As comfortably as possible, until the insurance company arranges rescue. Mm-hmm. In this part of space, that could be months. Voll interessant hier, wie die Bäume da leuchten. Ja, wir haben eine Menge New PDA Datas gesammelt, du. Aber ich glaube, wir müssen nach Hause wieder. Das bringt mir, glaube ich, nicht viel jetzt hier. Ja. Oh, hops. Das ist noch eine kleine Höhle. Ja gut, da geht's ja nur wieder. Scheiße. Was ist hier? Ja. Kann ich mir hier nicht irgendwie... Ich bin im Kreis gerannt. Kann ich nicht... Guck mal. Guck mal, was ist das jetzt hier? Kann ich hier nicht hier irgendwie ein Signal oder so einen Scheiß bauen? Okay, wir können das bauen, das ist voll cool. Bank, Datenschmuggel, Fabrikator, Kommunikator, Wandspind spinnt, Batterieladestation. Was ist das? Shot. Voll cool, echt. Bioreaktor, das ist ein Außenbeetkasten. Wie kann ich etwas für mich beanspruchen oder so Dinger bauen? Gar nicht. Scheiße, wir müssen nach Hause. Wir müssen irgendwie nach Hause jetzt. Mehrzweckraum kann ich scannen. Geil. So. Ja, Blubberchen, genau. Es gab Wunschtickets. Zwei. Eins ist schon gezogen. Vom Wolf. Der hat sich sehr da Link to the Past gewünscht. Und nächste Woche ist das andere dann wieder frei. Es hat eine Woche Cooldown, ja. Okay, cool. Jetzt haben wir Raumtrenner und so einen Schmarrn. Okay, cool. Wir müssen aber irgendwie... Lebende Wand. Wir müssen trotzdem nach Hause irgendwie. Glaskuppel. Geil. Okay, wir dürfen also nicht vergessen, immer alles zu scannen, echt. Wir müssen sofort irgendwie ins Wasser zurück. Witzig. Yo, was... Was ist hier? Voll die Quallen. Oder, weiß nicht. Krass. Oh, voll schön alles, echt. Aber wir müssen nach Hause irgendwie. Irgendwie. Oh, oh. Oder zumindest erstmal hier hin. Es ist stockfinster. Es wird gefühlt immer dunkler. Okay. Mist. Da unten ist noch eine vermutete Degasi-Basis. Oh Mann, jetzt haben wir natürlich den anderen Ping nicht mehr von Rettungskapsel 19 oder so. Weil da waren ja auch Teile zum Scannen.
Habe ich jetzt voll vercheckt, weil, ja, wusste ich nicht mehr. Verdammt. Das ist keine Dunkelheit, das ist fortgeschrittene Dunkelheit. Das ist wirklich so. Ich habe genug Punkte für Poyo 64. Das stimmt. Das ist so. Kirby 64 ist möglich. Dark. Es ist dark. Richtig. Schnell, wir müssen hier hin zum U-Boot. Bitte, 400 Meter. Schaffen wir, schaffen wir, schaffen wir. Aber mein Dings hat auch nur noch 28% Energie. Wir müssen sowas von nach Hause. Wahnsinn. Was echt schade ist jetzt. Gern da hinten alles erforschen. Aber irgendwie habe ich keinen Peil, wie man Basen errichtet wieder. Also mit so Sendern auch am besten halt. Oje, oje. Wo ich ja das Rezept da oben für so einen komischen Peilsender-Dings habe. Oh, seichtes Gewässer mit kleinen Korallenriffen. Schön. Da wohnt Nemo. So, jetzt aber. So. Oh. Kann ich mich hier heilen? Fast. Mein Inventar ist voll. Das kann ich ja auch essen, stimmt. Verrottend. Oh, essen. Einfach mal essen. Das verrottet auch noch, das Zeug. Na toll. So, und das lädt ja jetzt wieder auf. Genau, das dauert einfach ein bisschen. Okay, genau. Das wusste ich noch. Jetzt einfach mal heilen. So. Und ja, ich müsste was essen. Fabrikator benutzen. Oh, ja. Wasser. Geil. Nice. Gekochter Lachs. Spatenfisch. Ah. Perfekt. Schlürf. Vital signs stabilizing. Und Kau. Vital signs stabilizing. Viel besser. Was ist jetzt hier? Persönliches? Werkzeuge? Persönliche... Bitte. Das ist jetzt persönlich, ja. Das ist jetzt wirklich persönlich. Straßengewehr. Magnetiten brauchen wir dafür. Und ein Computerchip. So. Okay, okay. Ein Scanner. Eine Taschenlampe. Ein Konstruktionswerkzeug. Eine Leuchtfackel. Ein Auftriebskörper. Okay. Kann ich mir Kirby 64 wünschen und die doppelte Boomerang-Fähigkeit verbieten? Frag für eine befreundete Mai. Nee. Du möchtest eine Fähigkeit verbieten direkt? Nee, das ist nicht möglich. Das geht so nicht. Das kannst du höchstens damit so hier, ne? Controller-Handicaps und so. Ressources, Electronic. Guck mal, Kupferdrehtlies. Okay, okay. Computerchip, da brauchen wir Korallen. Und Kupferdraht. Kupferdraht aus Kupfererz. Tischkorallenprobe. So. Oje. So ist das alles. Wir haben schon wieder einen Ping. High priority automated message from Aurora Live Pod 13 coordinates attached. Live pod is carrying high priority passenger. Yoki-kasa. Yoki-kasa. Why do I have to record this anyway? Send immediate burial detail. Bestattung? Was? Location uploaded to okay, PDA. Cool. Ich spiele auch schon immer auf Englisch. Ach so. Okay, danke fürs Nachgucken. Das ist interessant. Das war echt schon immer auf Englisch und keine Untertitel oder so. Okay, cool. Okay. Weiß ich Bescheid. Ja, weißt du Bescheid. Aber Link to the Past, cool, oder? Gibt's dann bald. Das ist auch echt cool, finde ich. Rettungskapsel 13. Überreste eines hochrangigen Passagiers an Bord. Puh. Junge, überall Rettungskapsel-Dinger. Ja, wie? Und die andere jetzt? Hä? Warte mal, verschwindet immer das andere Signal dann? Was ist denn das da? Das ist ja noch mein... Oh mein Gott, was? Ich habe Samen hinterlassen. Und habe hier einen Vorrat an Dingen. Und was ist das da? Ein Pfadfinderwerkzeug.
ist ein Medkit. Das ist mein kleiner Samengarten. Die müssen auch immer schön feucht gehalten werden. Was ist das da? Das ist ja noch etwas. Wasser! Da ist ja ein Wasservorrat drin! Das ist ja cool. Das ist ja cool. Perfekt. Da habe ich ja was Tolles gemacht. Cool. So, was ist das hier? Schrott. Aber hier ist nochmal so ein Blubberfisch. Blasenfisch. Blasenblubber. Blubberblasen. Hallo. Bitte, jetzt nimm es doch mit. Bitte. Was ist hier los? Donge. Dann fahren wir jetzt einfach. Sollen wir hier erstmal fahren? Nach Hause. Eigentlich sind wir jetzt gut mit Zeug. Achso. Ich guck mal da drüben, was da abgeht, oder? Das hat gerade ein Stück Schrott weggetragen. Süß. Hä? Was ist das? Was ist das? Siegleiterfragment. Ja gut, aber das haben wir doch schon, oder? Mein Scanner kann ja auch leer gehen. Scheiße. Ah ja, was wir schon haben, wird umgewandelt in Materialien. Okay. Riesige Höhle. Sieht auch aus wie so ein Wal. Hä? Was? Hä? Darunter? Aber... Nee, das ist doch was ganz anderes wieder. Hä? Was ist denn mit dem Signal von wegen irgendwas bestatteter Fuzzi? Was? Ich glaube, das macht Bumm. Ja, das explodiert. Das ist ein Bumsfisch. Hey, ich habe. Wo sind denn das all die Signale hin? Signales? Okay, wir müssen eh hoch. Na gut. Na gut. Ich guck mal darüber. Ja, müssen wir aber auch wirklich jede Kiste eigentlich anschauen, ne? Das hier ist wieder ein Seegleiterfragment. Okay. So, da vorne. Da sind wieder überall Schlingpflanzen. Das ist schon ein schickes Game. Das ist schon echt cool. Das ist schon echt cool. Klar, hier und da stärkere Poppinsen, so, aber unter Wasser fällt es weniger auf. Und ja, es ist auf der Switch echt trotzdem auch schick. Was ist jetzt hier? Ein Bumerang einsammeln. Achso. Da, Blasenfisch. Blup. Da vorne. Vielleicht sollte ich so schwimmen. Mir geht der Akku auch aus. Vielleicht sollten wir doch langsam wieder nach Hause, ne? Oh nein, aua. Hey, das gibt's nicht. Kackbumsfische. 400 Meter, oder? Wir sollten vielleicht erstmal hoch. Ansonst, critical. Mhm. So, 400 Meter. Hups. Calorie
intake recommended. Ja, ich muss was essen, okay. Irgendwann später vielleicht. Geben Sie das mal hier. 18% Energie. Ach, das schaffen wir schon noch. Da vorne ist es. Oh, das sieht so cool aus, echt. Ui. Schauen wir mal. Was ist da? Da, dieser blaue Rochen, Drachenroche da. Guck mal, wie schön das ist. Hoffentlich ist es friedlich. The biomass in this area is dominated by plant life. Picking up faint or Terra vehicle signatures. Okay. Altera Fahrzeuge. Moment mal. Die ist ja komplett intakt, oder was? Ah ja, okay, doch nicht, ne? Ja, hupsi. Zeig mir den Weg im Leben, in der Wahrheit und in der Liebe. Das Leben ist nicht das Universum, spielt es mit sich selbst. Mein Spiel, als dieses Bündel Fleisches beendet, nimmt mich zurück. Alles klar. External temperature approaching critical levels. Show me the path in life, truth and love, for mine is the power. Er hat quasi noch so sein letztes Gebet gesprochen, oder? Verdammt! I am done playing as this bundle of flesh. Das klingt nicht gut. Ja, doch. Bin ja schon dabei. Was ist da los? Ja, aber das war doch nicht alles. Hä, da kann doch nicht nichts sein jetzt. Und das ist so dumm, dass der Ping jetzt wieder weg ist, ja. Sobald du das einmal gesnackt hast, ist rum ums Eck. Das gefällt mir nicht. Das ist eh nicht gut. Das hieß doch, hier soll jetzt was sein. Der hat doch ein Fahrzeug gemessen oder so ein Schmarrn. Du, das finde ich doch im Leben nicht mehr dann später. Das geht doch nicht. Aber ich sehe hier auch nichts. Was ist das da? Eine Textur nur, oder? Ja. Scheiße. Da ist nichts gewesen sonst. Das kann doch jetzt nicht sein. Ja, das ist ja ein bisschen müllig. Keine Kiste, kein nix. Das ist ja kacke. Na gut. Nach Hause. Hilft dir nix. Wer schreit? Hey, was ist das? Welches Tauchdock-Fragment? Baupläne Tauchdock. Na, immerhin. Immerhin. Das ist doch schon mal was. Nehmen wir mit. Vor der Pilzwald. Spiker, Hallöchen. Moinsen. Wie geht's? Oh ja, du. Ganz okay. Und selbst. Sind sie nur ein bisschen fast am Sterben. Ich muss sofort nach Hause in die Basis. Wo ist meine Basis? Here we go. 30 seconds. Oh oh. Oh nein, es wird immer schlimmer. Emergency. Verhungern steht unmittelbar bevor. Na toll! Ich weiß nicht, ob wir 700 Meter noch schaffen. Das wird eng. Ich vermisse jetzt das Fahrzeug rufen in No Man's Sky. Ich glaube, wir sind damit ein bisschen schneller unter Wasser, oder? Oh je. Oh je. 580, 70, 60, 50. Ach, das kriegen wir noch hin. Wird knapp, aber glaube ich. Aber das kriegen wir hin, oder? Das kriegen wir hin. Ich habe auch nur noch 10% Akku in diesem Ding. Ich mache es sehr spannend an der Stelle. Oh je.
Ruf doch dein Pferdchen aus Breath of the Wild. Ja! Epona. In den Datendownloads müsste die Übersetzung drin sein, zwecks Aufzeichnungen. Ja, ja, das weiß ich doch. Aber ich habe nicht immer die Zeit, das offen zu lassen, weil Essen, Trinken, extra kauen. Oder wir werden angegriffen. Ich kann es nicht offen lassen jetzt die ganze Zeit, weil das dann kein Pausemenü ist. Komplett dämlich. Ah, wir sind zu Hause. Gott sei Dank. Rein da. Ah. Welcome aboard, Captain. Geilo. Jetzt irgendwie was essen oder so? Hier? Nee? Ja. Alter. Wasser. So. Mach es doch nicht so spannend. Ja, Entschuldigung. Warum nicht? Ist doch cool. So, zack, jetzt geht's uns besser. So, wir können jetzt uns die Zeit nehmen, theoretisch jetzt das alles anzuhören oder zu lesen, aber weiß ich nicht. Ja, das ist neu, das ist neu, das ist alles neu. Degassi-Sprachaufzeichnungen. Na gut, gucken wir mal rein. Hier. Son, I said wait for the storm to pass. Your life's more valuable to me than a plant. Ah, das ist von der Insel vorhin. Okay, ja, ja. Okay. I'll stop being in charge when you take charge of yourself. Say, Chief. Chief. What? You know how to drain those grow beds of 40 tons of storm water? Or how to conjure food from the air? I know how to prioritize. I'm just saying, if that's so, what's your boy's life worth to you today? If tomorrow you're gonna be so hungry you start wondering what he tastes like, let him go deal with the plants. Son, go deal with the plants. Bart, Torgo has disembarked the habitat. Interfere with my family again, and when rescue arrives, I will leave you here. Do you understand me? No rescue coming, Chief. Not in time. No staying here neither. This rain keeps falling, sooner or later this place will be buried. Okay. The choice we got is whether to get buried. Okay. Aha, Geckos und Walter ist wohl Nachtfalter und verwandt mit Rune. Richtig? So. Woher weißt du das? You see, Chief, you brought us to this sodden planet. Told us we'd see a lush payday. Now what do we got some six weeks later? A dead crew. Das Essen weggespült, ja, super. Food washed away. I suppose the executive decisions would be better left to someone with your extensive experience of hitting people in the face. I know enough not to take unscheduled detours to uncharted planets. That's something you don't want to learn the hard way. Easy to judge a decision in hindsight. Harder to come up with a plan of your own. Got one already. We take what we can carry and hunker down in a cave somewhere. I scouted a site. A couple hundred meters deep. Lots of metal deposits. How do you imagine we'd live? With ready access to building materials? Like damn queens. A couple of water filters. A bioreactor. Fresh fish. But Chief, we'll eat seaweed salad and drink our own urine if that's what it takes. All that matters is... Ah, das ist dann die Degassi-Station von der... Okay. Dann schauen wir doch mal, ob wir die finden, theoretisch. Interessant, die sind da von der Insel runter, wo die verschütteten Sachen waren und haben sich irgendwo eine Höhle gesucht, unter Wasser. Und das könnte das da sein, die vermutete Degassi-Basis. Gucken wir mal. Spannend, spannend. So. Wie ist das jetzt hier so? Batterie. Ladestand 100%. Hä? Okay. Was? Ja, aber... Moment mal. Wo ist denn unser... Das da? Hey, kann ich... Wie kann ich das aufladen? Intake recommended. Okay, jetzt brauche ich wieder Essen. Sag mal, was ist hier los? Kann ich vielleicht meine Basis erst ausbauen? Mitten in der Nacht?